Ja, dann auch nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt die Stunde nachmachen, weil sie vielleicht krank sind oder irgendwas oder genau heute keine Zeit haben. Jetzt müssen wir nochmal alle sagen, dass wir einverstanden sind. Sehr schön. Genau, wir fangen jetzt an mit Bauchhooping und gehen dann nochmal alle Onbody Basics ein bisschen durch, um dann nächste Woche mit den Variationen weiterzumachen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wenn irgendwas ist, sagt immer gerne Bescheid, ja? Einfach laut machen oder schreiben. Okay. Und wir machen uns erstmal ein bisschen warm mit Bauchhooping und noch ein paar Bewegungen aufnehmen. Aber erstmal kommen wir an. Ein bisschen rein. Genau, sofort könnt ihr aber beginnen, ein bisschen die Aufmerksamkeit auch auf euren Oberkörper zu lenken und die Arme zum Beispiel an die Seiten zu nehmen, aufrecht zu stehen, vorzubeugen, die Arme irgendwie hier, sondern gerade aufrecht, Brust nach oben. Richtung rückwärts nach vorne kommt schneller, als ihr normalerweise euch bewegen könnt. Das ist die Energie einmal richtig erhöhen. Nach vorne wieder. Und dann bewegen wir uns mal seitlich mit der Hüfte, um die Seiten zu bewegen, die Seiten des Bauches. Einmal mit den Wurzeln nach hinten. Und Arme wieder legen lassen, wieder Hüftbreit hinstellen oder ein bisschen breit auch. Einmal die Hände auf die Schultern und wir rotieren hin und her, schauen immer nach hinten. Schaut, dass die Ellbogen parallel zum Boden sind.
Also nicht sinken lassen, sondern parallel zum Boden. Wenn ihr diese Haltung einnehmt, dann aktiviert ihr mehr euren Rücken. Und das brauchen wir auch für die Onboarding-System-Geschichte. Ja. Und das gleiche einmal mit geschlossenen Füßen. Hier unten fließen wieder und dann fließen. Wir machen einmal die andere Richtung. Reif fangen und weg. Und dann beginnen wir wieder mit rechts starken Bewegungen nach vorne. Mehr als ihr normalerweise machen würdet. Auch da kommt der Reifen bei mir schon ein bisschen hoch. Das ist jetzt noch gar nicht passiert, aber. Versucht da auch wieder ein bisschen das Tempo zu variieren, einmal ein bisschen schneller zu werden. Dann wieder langsamer. Schneller. Langsamer. Schneller. Okay, jetzt versuchen wir mit rechten Händen den Reifen an Bord zu bringen. Gut, du hast geguckt. Mit den rechten Händen. Ich muss wechseln. Genau, richtig. Angespannte Hände. Und immer mit dem Pferd hier.
Die Rücken muss man hier schon üben am Bauch, ne? Hin und her gehen, den Reifen begleiten von außen. Leichter und leichter sein. Und die großen Rücken. Von mir aus zieht euch erstmal eine Richtung aus. Ich starte immer gerne mit meiner linken Seite, mit der nicht dominanten Seite, weil es dann danach einfach ist bei der anderen Seite. Und ich gehe vom Bauch aus, jetzt auf die Hüfte, die Hüfte aufzuwärmen. Und gleich aber wirklich auf die Hüfte. Das überlassen. Stoppen hier. Die Kreisen. So wie wir eben am Bauch die Kreise gemacht haben. Kreisen jetzt auf die Hüfte. Wenn es geht, ruhig schon mal die Füße auch schließen und ein bisschen langsam im Kreis wandern, schon mal als Vorbereitung mit dem Reifen mitwandern. Richtung wechseln und dann auch da die Hüfte kreisen, runterkommen lassen von den Reifen und erstmal weit, was meistens einfacher ist. Dann die Arme nochmal stecken, die noch wieder irgendwo hängen. Wenn Zwischenfragen sind, könnt ihr gerne jederzeit Zeit sagen. Warum gibt es das nicht? Was sagen Sarah oder? Helen, ich finde deinen Ton, also ich verstehe dich nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das anliegt oder. So? Besser? Die anderen das. Viel besser. Ja, gar nicht unbedingt. Ja. Ja. Noch. Ging das jetzt besser? War gut? Okay. Können auch noch leiser machen. Super. Jetzt müsste es gut gehen, oder? Sehr schön. Okay, ihr habt immer alles so brav gemacht, was ich sage, deswegen dachte ich, alles sehr gut. Okay. Sehr schön. Mitlaufen nochmal im Kreis. In die gleiche Richtung. Dann fangen wir einmal und kreisen das Knie, also die Hüfte nochmal nach außen. Einmal hier richtig warm werden.
Genau. Andere Seite. Und die andere Seite nochmal nach innen. Und wechseln, andere Seite. Auch nach innen. Abstellen, locken, dann den Reifen hochnehmen, Schultern nach unten nehmen, und wir strecken einmal die Seiten im Wechsel. Ja, schön. Strecken Sie noch nicht zu viel, wenn ihr mit warm genug seid, ein bisschen sanft bewegen. Noch einmal bei den Seiten. Dann wieder aufrichten. Jetzt versuchen wir mit erhobenen Händen, Schultern bleiben tief, hier die Brust zu kreisen. Ihr könnt nur nach außen gegen den Reifen drücken. Und ihr macht Kreise mit eurer Brust. Die Reifen ist nur eine Hilfe. Aufpassen, dass ihr nicht einfach die Arme bewegt, sondern dass ihr mit der Brust kreist. Sehr gut. Auch zu warm werden hier in der Region. Schön die Schultern unten lassen. Einmal die Richtung wechseln. Greifen uns in die Hilfe. Und runternehmen, Arme, Schultern einmal nach hinten kreisen. Einmal ab und einen kurzen Moment hüftbreit stehen, Knie anwinkeln und Wirbel für Wirbel abrollen. Und das machen wir ein paar Mal hin und her. Bauch zur Wirbelsäule ziehen, Kopf ist ganz entspannt und wir rollen uns wieder auf. Nehmen die Arme hier nochmal nach oben. Rücken dann die Hände nach außen, wenn wir den Reifen runternehmen, um den Rücken richtig zu aktivieren. Dann entspannen wir uns und rollen uns wieder ab und lassen uns hängen kurz. Und dann geht es wieder nach oben mit Bauch zur Wirbelsäule. Und nochmal. Genau, sehr schön. Letztes Mal dann gerne. Genau, sehr schön. Und dann stoppe ich hier einmal. Okay. Gerne mal einen Schluck trinken zwischendurch. Okay, gut. Dann arbeiten wir uns mal
erstmal Richtung oben vom Bauch aus. Und wir starten mit der Übung, bei der wir die Hände immer in die Zwischenräume, zwischen Reifen und Bauch, eintauchen lassen. Und dann, wenn das klappt, den Reifen über die Oberarme hochwackeln. Gerne erstmal bis zum Hals und dann einen Arm nach dem anderen rein und wieder runter zum Bauch. Die Bewegung für die Arme war, die Schultern ziehen zu den Ohren. Und dadurch haben wir diesen Treppeneffekt, wo der Reifen dann drauf hochklettern kann. Zeigt mir mal, wie das schon läuft. Wenn ihr schon bis zu den Schultern kommt, ist auch gut natürlich, wenn ihr da einfach stoppen könnt, aber gerne einfach bis zum Hals und dann wieder einen Arm nach dem anderen durchbringen und nochmal von vorne. Genau. Für wen das schon total einfach funktioniert, erstens natürlich immer die andere Seite ausprobieren. Ja, alles immer auf beiden Seiten machen. Sehr gut. Okay, die eine Seite geht, glaube ich, bei einigen schon richtig gut. Die andere hakelt noch ein bisschen. Genau, schön gerade bleiben. Passt auf, dass ihr dann nicht anfangt, andere Bewegungen zu machen, ne, sondern wirklich, bis der Reifen da ist, wo ihr ihn haben wollt, die Schultern hochziehen. Sehr gut. Ich erinnere nochmal, je tiefer ihr reingeht am Anfang, also einige wissen es vielleicht auch noch gar nicht, je tiefer ihr hier reingeht, desto schneller ist der Reifen schon fast bei den Schultern. Auch wenn der Reifen schon am Anfang etwas höher ist auf dem Bauch, ist der Weg viel kürzer. Aber vor allem mit dem Arm könnt ihr halt sehr viel Strecke schon machen, indem ihr am Anfang schon so tief reingeht mit dem ersten Arm, dass der Reifen oberhalb des Ellbogens schon ist. Ich hoffe, ich bin nicht gleich weg. Hier steht, meine Internetverbindung ist instabil. Ich hoffe, es ist alles gut bis jetzt. Noch bin ich, glaube ich, da. Ich habe ein LAN-Kabel natürlich, aber gut. Wirklich sehr gut, Sarah. Super. Muss den nur noch halten oben. Ja, genau, Achtung, die Pinguine sind manchmal am Start, ne? Dass die Arme so nach außen gehen. Die Hände, die Arme, nicht die Hände, sondern die Arme, entspannt an der Seite wirklich nur nach oben ziehen. Ihr könnt auch Kontakt halten zu eurer Kleidung oder Körper, damit ihr merkt, dass ihr nicht den Pinguin macht. Ne? Wirklich am Körper bleiben und gerade nach oben ziehen. Sehr gut. Nackte Haut ist immer besser, natürlich, auch so ein kleiner Tipp. Ja, sehr schön. Falls jemand mal auf der guten Seite ausprobieren will, das nur mit einem Arm zu machen,
Das wäre jetzt schon mal eine Variante, die ihr einfach mal testen könnt. Also ein Arm ist oben und nur ein Arm holt den Reifen hoch. Geht natürlich auch. Mal eine kleine Veränderung. Die Technik bleibt gleich, nur dass halt nur ein Arm arbeiten darf. Aber trotzdem komme ich mit der Schulter nach oben zum Ohr. Und es funktioniert natürlich für beide Arme, für linken Arm und rechten Arm in beide Richtungen. Sehr schön. Ja, gut, Lena. Der andere Arm war im Weg, oder? Schön hochhalten. Genau. Sonst prallt der Reifen ab. Ja, gut. Sehr gut. Wenn ihr den einen Arm macht, macht immer auch den anderen Arm, ne, damit es ausgeglichen ist beim Körper. Gerne auch die andere Richtung probieren, wer bei der einen Richtung schon erfolgreich war. Oder auch einfach, wenn es noch nicht geklappt hat, auf der anderen Seite trotzdem mal die zweite Seite einmal machen. Ich bin immer dafür, gleich alles auf beiden Seiten, auch wenn es dann insgesamt länger dauert. Dafür ist nachher die Frustration nicht mehr so groß auf Seite 2. Dann zeigt mir noch einmal, oder nee, macht noch kurz die eine Seite. Ich habe ja gerade erst gesagt, ihr könnt wechseln. War etwas schnell. Ich mache leise Musik beim Hintergrund. Also bei mir ist die Musik jetzt so richtig leise, weil ich die nicht mehr über den Fernseher höre. Vielleicht habt ihr ein bisschen Hintergrundmusik jetzt, hoffe ich. Okay, gut. Das ist ja immer alles auch sehr anstrengend, deswegen machen wir mal die nächste Übung. Dann zeigt mir doch gerne mal, wie es klappt, den Reifen hochzuholen vom Bauch auf die Brust, was wir da schon so können. Okay, gut. Wenn er oben ist, gerne einfach dann im Kreis laufen oder auch schon ganz von Anfang an im Kreis laufen. Es mag einfacher sein und weniger anstrengend. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, genau. Ihr könnt verschiedene Techniken nutzen. Ne? Wichtig ist, dass ihr diese Zwischenstufe habt, aber ich glaube, die habt ihr alle. Also das wäre so der Plexus, dass ihr den Reifen da schon ein bisschen halten könnt. Und dann könnt ihr halt entweder eher so seitlich versuchen, den Körper zu bewegen. Das mache ich normalerweise nicht. Ich mache eher wieder Kreisbewegung bzw. seitliche Bewegung. Auch hier auf der Stufe bewege ich mich viel seitlich, so wie
wenn ich Shoulder Hooping im Stehen mache. Also seitlich mit kleinen Kreisen nach vorne. Und dann eher eine Vor- und Zurückbewegung bzw. eine Kreisbewegung, um noch weiter hochzugehen. Aber dieses Seitliche geht auch, also quasi wieder der Treppeneffekt. Wenn ihr dieses Seitliche macht, habt ihr eher wieder den Treppeneffekt, den wir auch haben, wenn wir die Schultern hochziehen. Oder halt nach vorne kräftig bewegen. Hauptsache, ihr bewegt oberhalb des Reifens. Anstrengend, ne? Wow. Sehr, sehr anstrengend. Einmal die andere Richtung, wenn schon soweit ist. Wir machen das nicht alle, jetzt heute alles nicht ewig, damit wir noch ein bisschen Kraft haben für andere Übungen. Dann gehen wir einmal alle so ein bisschen durch heute. Beziehungsweise einige, alle schaffen nicht. Jawohl. Gut. Anstrengend, finde ich. Stopp, ohne Musik. So. Gut, dann probieren wir noch was anderes aus. Und zwar, ich nehme jetzt mal an, dass ihr alle über dem Kopf drehen könnt. Ja? Mit beiden Händen. Lena, wolltest du was fragen? Nee. Ja, okay. Einen Schluck trinken, gute Idee. Sehr gut, genau. Wer schon hier angekommen ist, wenn ihr so über den Kopf dreht, ihr könnt das sehr gut nutzen, um auch die Brust zu öffnen. Ja? Nehmt dafür die Ellbogen nach hinten und macht es wie, als würdet ihr so ein bisschen die Schultern dehnen. Achtung immer bei diesen Haltungen, dass ihr nicht den Po zu weit nach hinten streckt und dann so ein Hohlkreuz macht, sondern haltet immer ein bisschen mit dem Bauch fest, vor allem, wenn ihr untere Rückenprobleme habt. Ja, also nehmt mal die Schultern nach, die Ellbogen nach hinten. Ist auch ein bisschen anstrengend. Genau. Und dann versuchen wir, den Reifen von hier oben runterwandern zu lassen. Wie über die Arme. Bis zum Bauch, um uns dann erstmal wieder zu entspannen. Genau. Könnt ihr den Reifen mit einem Vortex hochholen? Jawohl, genau. Ich würde es im Kreis laufend machen. Und ihr müsst natürlich dann auch dort Kreisbewegungen machen mit dem Oberkörper und den Armen. Wie immer quasi. Juhu, sehr gut. Genau, ja, auf der Brust dann einmal versuchen, die Brust zu bewegen, damit er da kurz kleben bleibt und nicht direkt runterfällt. Bei den Armen sieht es schon richtig gut aus, klappt schon gut bei euch. Und dann aber auf der Brust, bei den meisten war er auch schon auf der Brust, kurz halten und dann weiter runter. Puh. Oh, das ist richtig schön für die Schultern. Richtig schöne Öffnung. Einmal noch diese Seite. Dann probieren wir auch die andere Seite aus. Plumps, plumps. Uff.
Ich habe eine kurze Frage. Gibt es denn irgendeinen Trick, damit der auf dem Oberkörper hält? Weil bei mir plumpst der von unterhalb der Achseln direkt zum Bauch. Ja, wahrscheinlich, weil du dich dann da nicht bewegst. Okay. Also du musst ja den Oberkörper bewegen, damit der Reifen da bleibt. Ja. Das Einfachste ist halt vor und zurück. Okay, gut. Also die Brust immer nach vorne, 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 vorne. Später ist es wie überall, machen wir kleine Kreise. Aber die einfachste Bewegung ist erstmal die Bewegung nach vorne. Und zwar wirklich aus der Brust heraus. Also der Bereich, wir haben zwei Zentren. Das obere Zentrum, das untere Zentrum. Und was du bewegen musst, ist alles oberhalb des oberen Zentrums. Na, das ist, wäre die Basis, die wir quasi im letzten Kurs gelernt haben. Ne? Danke. Gerne. So, wer hat schon die andere Seite mal probiert? Lass die da runter. Genau. Ja. Und stellt gerne immer Fragen. Da haben alle was davon. Sehr schön. Ja, Onbody Looping hat halt sehr viel mit Beweglichkeit auch zu tun, wie beweglich ihr in den einzelnen Körperteilen seid und vor allem der Oberkörper, der ist bei den meisten extrem steif, inklusive bei mir. Und je mehr vorbereitende Übungen ich auch mache, zum Beispiel, bei den meisten wird es so sein, desto einfacher fällt dann das Shoulder-Hooping. Also auch mal dehnen, Isolationsübungen machen für den Oberkörper und so weiter. Oder halt sowas hier. Gemeines mit den Armen oben. Die Schultern schön öffnet. Okay. Am Ende der 4 Stunden versuchen wir es dann auch mal andersrum. Ja, das geht auch. Es ist super, super anstrengend. Also den von der Brust über die Arme auf die Hände dann zu ziehen. Das ist, sehr, sehr heftig, geht aber auch. Üben wir dann mal am Ende. Will ich euch heute noch nicht mit quälen. Gut. Lass uns mal die Arme ein bisschen entspannen, indem wir jetzt wirklich versuchen, auf der Schulter zu hundern. Ja, wirklich auf die Schulter kommen und erstmal im Kreis. Kleine Schritte im Kreis. Die Brust schön nach vorne. Sehr gut. Richtig gut, Sarah. Super. Hat sich super was getan. Ne? Ist schön. Sehr schön. Sarah war im letzten Kurs dabei, deswegen habe ich die jetzt so besonders hervorgehoben. Da sehe ich sozusagen den Unterschied jetzt live. Bei euch anderen weiß ich es jetzt nicht so gut. Ja, darf ich auch mal die andere Richtung einmal angucken? Schön nach vorne die Brust vor, 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 vor. Lauf im Kreis, Chidem, lauf im Kreis. Schön im Kreis, genau. Jawohl. Aha, okay. Das Laufen ist auch super wichtig. Gucken wir uns das nochmal einmal an. Versucht wirklich so zu laufen, das war jetzt ja die rechte Richtung, die schwer war, dass das Gewicht, das Zentrum, die Achse, der rechte Fuß ist und der linke Fuß dann darum herumläuft.
Ja, dass wirklich ihr den rechten Fuß im Zentrum habt. Und dann ist es fast, dass ich mit dem Fuß fast einen Halbkreis schaffe. Nicht ganz. Es ist vielleicht ja ein Drittelkreis mit jedem Schritt. Aber wirklich, wirklich im Kreis laufen. Und wenn er schwindelig wird, lieber Pause machen. Also lieber einfach stehen bleiben einen Moment und dann wirklich einen vernünftigen Kreis laufen und dann wieder Pause machen. Das ist besser als ganz oft versuchen und dafür irgendwo hin trudeln mit den Schritten. Ja, besser. Ah, Jasmin ist auch noch da, super. Juhu, juhu. Ja, genau, Sarah, wenn du noch, auch noch ein bisschen mehr, also ein bisschen schneller im Kreis laufen kannst, ein paar Mal, das wird dann wahrscheinlich noch mal viel verändern. Versucht am Anfang wirklich ziemlich schnell euch zu drehen. Das hilft total bei der Oberkörperbewegung. Oh, super, Rosi. Beide Richtungen, gut. Mehr Brustlehne, das ist sehr viel Schultereinsatz mit so nach oben ziehen und schummeln quasi. Die Brust muss nach vorne. Die Brust ist das wichtigste Körperteil für Shoulder-Hooping. Die muss wirklich nach vorne. Das geht nur, wenn wir im Kreis laufen. Wenn wir stehen bleiben wollen oder langsam gehen wollen, müssen wir Kreise machen mit dem Oberkörper. Deswegen im Kreis laufen am Anfang und ganz viel Brust nehmen. Ganz viel Brust, vor und zurück. Jawohl. Bei Chidan und Sarah, bei euch sieht es jetzt so aus, als würdet ihr jetzt versuchen, oben schneller zu machen, obwohl ich gesagt habe, unten schneller. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt so ein Effekt einfach. Also unten schneller laufen und oben müsst ihr aber nicht schneller werden. Oben reicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, so ein Rhythmus ungefähr. Oben muss nicht schneller sein. Nur die Füße, ihr könnt immer die Füße mit der Brust nehmen. Fußbrust, Fußbrust, Fußbrust. Ja, das kann zusammengehen. Zusammen, zusammen, zusammen. Nur schön abdrücken und viel Strecke machen mit dem Fuß. Wie gesagt, bei Schwindel einmal stehen bleiben, atmen. Mir wird es auch ein bisschen schwindelig, wenn ich so schnell mich bewege. Passiert erstmal nichts, außer ihr seid irgendwie anfällig da. Brust. Gut, Jasmin. Ja. Gut, gut, gut. Gut, gut. Okay. So, dann versuchen wir jetzt. Wir laufen weiter im Kreis, aber zwischendurch bleiben wir stehen und machen diese seitliche Bewegung. Guckt nochmal, ob ihr die ganz gut hinkriegt. Also der Oberkörper wird isoliert. Alles bis zum oberen Zentrum ist fest. Ihr könnt leicht in die Knie gehen, damit ihr wirklich hier unten euch nicht bewegt. Und ihr müsst den Oberkörper, also hier oben das alles, hier bleibt stehen, seitlich bewegen. Kleine seitliche Bewegung. Genau. Leider zusätzlich brauchen wir vorne den Impuls noch. Ja, seitlich. Und trotzdem immer, wenn der Reifen uns vorne berührt,
vorne noch die Brust dazu. Wenn der Reifen auf der rechten Schulter ist, muss der Oberkörper nach rechts. Dann kommt die Brust, dann muss der Oberkörper nach links und dann den Rücken ignoriere ich ja immer ein bisschen, weil der immer von alleine passiert, weil wir ja sowieso schon meistens so ein bisschen krumm sind. Ja, also wenn ihr links rumdreht, ist es rechte Seite, vorne, linke Seite, hinten. Rechte Seite, vorne, linke Seite, hinten. Und das leider in ziemlich schnell. Unten sehe ich euch auch, das ist praktisch. Oh, Jasmin, gut. Ja, Sarah, pass mal auf, dass du unten, hast du viel Hüfte noch dabei? Das kann sein, dass dir das Leben schwer macht, weil oben sieht super aus, nur wenn unten auch noch was kommt, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, besser, genau. Chidem, das sieht super aus. Rosi, bei dir sieht es auch schon super aus. Lena, du hast auch sehr viel hier unten noch Gedrehe dabei. Unten, das muss alles stillstehen. Und dann nur den Oberkörper. Und ihr könnt, also es sieht dann am Ende, wenn ihr wirklich stehen bleibt, sieht es dann so aus. Also ich habe diese seitlichen Akzente und aber auch die Brustbewegung nach vorne. Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Also es ist wieder ein Kreis im Endeffekt mit den seitlichen Bewegungen als dominante Bewegung und aber auch der Brust. Und ihr könnt das üben, indem ihr im Kreis lauft, immer wieder stehen bleibt kurz und seitlich wackelt. Immer wieder stehen bleiben und versuchen seitlich zu wackeln und dann wieder im Kreis laufen, um euch wieder zu stabilisieren, damit er nicht runterfällt. Super, Sarah, genau. Mehr Brustlehne, du brauchst viel mehr Brust noch. Die Brust ist immer das Wichtigste, trotzdem noch. Genau, Rosi, mehr auf der Linie, ne? Mehr auf der Linie seitlich. Das ist wirklich diese Bewegung, nur natürlich ohne Ellbogen. Oh, sehr gut. Ja. Sehr gut. Ihr könnt auch, während ihr im Kreis lauft, mal versuchen, mehr auch die seitliche Bewegung mit reinzunehmen. Das ist dann nicht so schnell wie im Stehen und auch nicht ganz so groß, weil wenn ihr die zu groß macht, dann verliert ihr halt euer Zentrum, ne? Aber ihr könnt mal versuchen, auch während ihr im Kreis lauft, die Seiten mit einzubeziehen. Immer wenn der Reifen die rechte Schulter berührt, ein bisschen nach rechts, dann kommt die Brust, dann ein bisschen nach links mit dem Oberkörper. Also auch im Endeffekt wieder Kreise machen. Ja, ihr macht eure übliche Bewegung, so wie ihr den Reifen immer halten könnt. Und dann achtet ihr mal darauf, kann ich auch mit den Schultern ein bisschen seitlich gehen und also mehr eine Kreisbewegung machen. Vielleicht bleibe ich dann mal stehen, teste, ob ich den Reifen halten kann mit den Seitwärtsbewegungen und dann gehe ich wieder los. Sehr schön. Richtig gut. Sehr gut. Schön. Je mehr ihr schafft, alle Körperbereiche mitzunehmen, bei jeder
bei jedem Shoulder Moving, auch wenn ihr im Kreis lauft, ja, je mehr ihr dann schafft von dieser reinen Brust vor Bewegung wegzugehen, zu den Kreisen, zu den Oberkörperkreisen, desto sicherer werdet ihr auf den Schultern. Und das erreichen wir halt, indem wir immer das Bewusstsein ganz gezielt versuchen, auf den Bereich zu konzentrieren und auch die ganze Zeit zu analysieren, wie wir uns bewegen. Mache ich jetzt nur die Brust oder bewege ich noch etwas anderes? Spüre ich auch, wie die Schultern sich seitlich bewegen zum Beispiel? Oder mache ich vielleicht irgendwie nur eine Schulter aus Versehen? Ja, immer versuchen zu analysieren. Was mache ich? Und dann leichte Veränderungen vornehmen. Ausprobieren. Was passiert, wenn ich nur eine Schulter nehme zum Beispiel? Oder die andere. Passiert dann irgendwas? Kann ich ihn noch halten? Oder wird es dann ganz komisch? Ja, so richtig versuchen, die Bewegung zu analysieren, die ihr macht, und dann mal was anders machen. Und je mehr ihr das schafft, desto freier werdet ihr dann im Oberkörper. Sie juckt schon wieder auf den Arm. Sehr gut. Super, Rosi. Jetzt nochmal mehr Brust wieder. Genau. Für dieses Stehen finde ich die Armhaltung so etwas einfacher tatsächlich als hier an den Beinen. Dann schlackern die so. Ich finde es etwas einfacher, die so zu kontrollieren. Und die Oberarme sind aber relativ fest erstmal am Oberkörper. Und ich mache das, steuere das erstmal alles mit dem Oberkörper. Wenn ich die reine Form in Anführungszeichen mache. Also die Grundform fürs seitlich, fürs Stehenbleiben. Ja, der Oberkörper macht das erstmal alles alleine. Und dann können wir später so ein bisschen hier anfangen, mit den Armen zu spielen zum Beispiel. Aber erstmal nicht am Anfang. Erstmal der Oberkörper und dann die Arme. Ja, so. Super. Richtung wechseln, haben einige gemacht, sehr schön. Okay, ich mache jetzt nochmal ein Lied an und wir machen also jetzt noch ein Lied Oberkörper und versucht gerne mal ein paar Varianten zu machen, die ihr so kennt. Also ob ihr schon ein bisschen so Arme rein, raus zum Beispiel könnt oder Shoulder Breaks, damit ich nochmal ein bisschen gucken kann, was euch jetzt so einfällt. Vielleicht könnt ihr auch mehr als euch jetzt einfällt. Manchmal weiß man ja nicht so genau in dem Moment. Aber dass ich einfach noch mal ein bisschen gucken kann. Also einfach freies Oberkörper-Hooping mit so ein bisschen Wechseln zwischen verschiedenen Sachen. Wenn ihr nur eine Sache könnt, dann halt nur eine. Das ist auch kein Problem. Huppi. تطقطم الصيتيني زماني لغايب عالحياة الفرحة تطقطقطقطيني تطقطم الصيتيني زماني لغايب عالحياة الفرحة
Okay, super. Da sehe ich schon einiges. Da haben wir schon ein bisschen Vertical Hooping und Breaks und so weiter. Cool. Freue ich mich schon auf die nächsten Wochen. Damit wir noch ein bisschen Zeit für die Beine haben, gehen wir jetzt wieder runter. Und jetzt gehen wir einfach erstmal nochmal auf die Hüfte mit dem Rest des Liedes. Ja, dass wir da noch einmal einsteigen. Okay, und versuch mal auf der Hüfte die eine Hacke so ein bisschen hochzunehmen und kleine Kreise mit der Hüfte zu machen. Das heißt, ihr nehmt die Hacke hoch, zum Beispiel jetzt vom rechten Bein, und dann versuche ich immer, wenn der Reifen da kommt, hier so einen kleinen lockeren Kreis reinzumachen. Oder die linke Seite beißt von vorne. Also ich habe den Reifen auf der Hüfte. Und ein Bein kommt so ein bisschen hoch und versucht ein bisschen dominanter mit einem kleinen Kreis den Reifen wegzuschubsen. Also hier ein bisschen von diesem statischen auf dem Boden beide Füße weggehen und so ein bisschen versuchen, die Hacke zu heben und eine kleine Extrabewegung zu machen mit dem Po. Ja, genau. Sehr schön. Genau. Thank you.
Wer Lust hat, kann man versuchen, ein Bein hochzuheben. Ganz schön schwierig. Trotzdem auf der Hüfte zu bleiben. Genau. Geht nur im Kreis bei mir. Oder, naja, ein bisschen auch im Stehen, aber bleibt schwer. Die Knie lasse ich dann beieinander. Die Knie bleiben zusammen. Okay, sehr schön. Ja, die Hüfte dürft ihr wirklich nicht vernachlässigen, weil wenn ihr die Hüfte richtig schön warm habt und richtig schön beweglich und auch was die Bewegungsvielfalt angeht, da viel übt, dann kriegt ihr den Reifen viel schneller wieder nach oben und werdet insgesamt auch viel kontrollierter beim Beinhooping. Die Hüfte ist das Beinhooping, würde ich sagen, wichtiger als alles, was darunter ist, weil ihr damit den Reifen wieder hochzieht. Okay, dann versuchen wir weiter runter zu gehen langsam. Über die Oberschenkel. Ups, man ist runtergerutscht. Nächste Woche wieder kurze Hose. Hier nehme ich auch die Hacken jetzt hoch und arbeite sehr viel über die Hacken, damit ich Bewegung im oberen Oberschenkelbereich machen kann. Damit es da schön locker ist. Ja, das mache ich viel über das Hacken heben. Um seitliche und Kreisbewegungen machen zu können. Ihr könnt natürlich auch immer abwechselnd mit nach vorne kicken. Po bleibt vorne. Nicht nach vorne beugen mit dem Oberkörper, ne? Hier schön aufrecht bleiben. Immer, die ganze Zeit. Und dann die Oberschenkel versuchen zu kreisen. Immer da, wo wir den Reifen halten wollen, da müssen wir uns auch bewegen. Brust bleibt die ganze Zeit oben. Beine sind geschlossen. Erstmal schließt die Beine, nicht auseinandernehmen. Das kommt erst später. Beine sind zusammen beim Leg Hooping. Genau. Knie sind zusammen am Anfang. Ja, und wenn ihr bis zu den Knien rutscht, dann kommen die kleinen Kicks nach vorne. Ne? Mit. Erstmal mit geschlossenem Bein. Ja. Versucht immer ein bisschen zu variieren. Linkes Bein, rechtes Bein abzuwechseln. Ein bisschen im Kreis dabei zu laufen. Wer Platz hat, kann auch ein bisschen wandern, wenn ihr schon soweit seid. Ein bisschen vorn zurück. Ein bisschen durch den Raum laufen. Als wäre nichts gewesen. Lalala. Wer Platz hat, ich habe ein bisschen Platz, ich kann hier ein bisschen im Kreis wandern. So, einmal kurz einen Stopp. Okay, so ein bisschen halten könnt ihr diesen ja auf jeden Fall alle. Auch hier bei den Beinen, wenn ihr erstmal eine Grundbewegung raus habt, ja, wenn ihr erstmal den irgendwie halten könnt. Wichtig auf jeden Fall ist immer gerade zu bleiben, immer aufrecht zu bleiben. Am Anfang habe ich die Beine geschlossen. Wenn ich jetzt aber mal ein bisschen rumprobieren will, kann ich auch mal das Bein öffnen und das, was wir eben bei der Hüfte gemacht haben, auch mal unten machen, also mein Gewicht nehme ich auf ein Bein, jetzt zum Beispiel das linke, und arbeite mal mit kleinen Kreisbewegungen im rechten Bein.
Oder genau andersrum. Ich habe das Gewicht auf dem rechten Bein und arbeite eher mit dem linken Bein. Lange bringt es nichts, also wechselt lieber so ein bisschen ab. Aber ihr könnt gerne mal versuchen, da so ein bisschen auch seitliche Bewegungen zu machen. Ja? Seitliche, kleine Kreisbewegungen, anstatt immer nur nach vorne zu kicken mit dem Bein. Aber alles vorne lassen, bis auf den Oberkörper. Genau. Schön oben bleiben mit dem Oberkörper. Das Schambein ist nach vorne gekippt. Das Steifbein zeigt quasi nach unten. Alles ist oben erstmal fest, also bewegt sich natürlich ein bisschen mit, aber wir isolieren wirklich jetzt die Knie und bewegen nur die Knie. Super. Genau. Dieses Laufen hilft halt manchmal auch, so ein bisschen entspannter zu werden, was diese Kicks angeht. Weil Laufen können wir, und wenn wir währenddessen dann so ein bisschen anfangen, den Reifen zu bearbeiten, kann das so ein bisschen Entspannung auch mal reinbringen. In den Kniestress da unten. Aber schließt die Beine auch immer wieder zwischendurch. Das ist unsere Basis. Wenn wir ein Bein rausnehmen wollen, dann ist es ungünstig, wenn wir so breit stehen. Zumindest bis jetzt nach meiner Erfahrung. Ja, wenn wir ein Bein rausnehmen wollen, brauchen wir viel Platz und müssen schnell sein. Und wenn wir dann so offen sind, ist das viel schwieriger. Genauso beim Reinbringen, da muss ich auch beide Beine schön zusammen haben dann. Und wo ich jetzt immer so anstrengend. Gut. Wie kommen wir von da unten wieder hoch? Die Hüfte muss seitlich hochziehen. Das mache ich auch wieder über die Hacken und über die Muskulatur in der Seite. Also Hüfte muss hier hochkommen. Auf beiden Seiten im Wechsel, wie bei den Armen für das Schulterhooping. Seitlich hoch. Nicht zu hoch die Hacken, ne? Und eher schnell. Schnelle kleine. Unterstützen. Unterstützen könnt ihr das mit größeren Kicks nach vorne bzw. oben. Ja, die Kicks müssen so ein bisschen wechseln von diesem kleinen Kick nach vorne zu einem etwas nach oben gerichteteren Kick, weil wir wollen ja hochkommen und nicht nach vorne gehen. Ich behalte also erstmal meine Beinbewegung unten bei und dann beginne ich gleichzeitig die Hüfte seitlich hochzuziehen und kicke aber auch ein bisschen immer mit mindestens einem Bein noch nach vorne dabei, nach vorne oben. Und der Po bleibt vorne. Der Po bleibt vorne. Ihr werdet immer die gleichen Sachen zu hören kriegen hier. Gut. Ja, schön vorne bleiben. Wenn der Reifen runtergeht, heißt das, ihr müsst euch noch größer machen. Wenn er nach unten zieht, dann müsst ihr euch noch mehr aufrichten. Anstatt dann hinterher zu kommen. Mit dem Oberkörper. Huch, jetzt ist er nicht. Bums. Da war es nämlich. Zack. Schon ist er weg. Ihr seid auf einer Achse und die Beine bewegen sich nur entweder nach vorne, zur Seite im Kreis oder die Hüfte halt seitlich hoch.
Aber kein Oberkörper oder Po geht vor und zurück. Kleine Kreise oder kleine Kicks. Super gut. Ja, Rosi, du hast halt extrem offene Beine die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es dir selber auffällt. Das ist wirklich viel schwieriger. Erstmal schließen, später öffnen. Außer bei dir ist es anders. Das ist ja nie ausgeschlossen. Manchmal ist es auch genau andersrum. Aber die gängige Variante, wie wir das lernen, ist mit geschlossenen Beinen. Und dann bringen wir später mehr Freiheit rein. Ich lasse mich auch immer gerne vom Gegenteil überzeugen. Also wenn du mir später sagst, nee, offen ist viel einfacher für mich, ist auch gut, aber versuch es auch mal mit geschlossenen. Okay. Jawohl. Gut, gucken wir noch kurz auf das Einbeinige. Helen, gibt es da noch einen anderen Trick? Weil ich kann es weder geschlossen noch offen. Der haut bei mir ab. Ich habe es schon ohne Hose probiert. Es geht nicht. Oder das ist Zufall. Ein bisschen halten geht doch. Moment geht, ja. Kleiner. Genau, das ist ja schon mal der erste Schritt. Dann ist es ja meistens so, dass, also versuche auch da mal zu beobachten, wie bewege ich mich. Bewegst du dich mit beiden Beinen oder nur mit einem? Versuch das mal so ein bisschen zu wechseln. Gut. Ist alles gut, genau. Geht doch schon, super. Mal ein bisschen im Kreis, versuch mal im Kreis dabei langsam zu laufen. Dann ist er gleich weg. Aber guck mal, so ganz langsam. Auf den Fußspitzen, so ganz langsam, genau. Der geht jetzt wahrscheinlich erstmal weg, weil dann die Bewegung nach vorne aufhört. Das ist ja meistens dann so. Genau. Das Wichtige ist erstmal, dass es überhaupt ein bisschen hält. Und dann geht es wie immer darum, dass wir die Bewegung Stück für Stück anpassen. Ja, beim Bauchhooping, ich weiß nicht, ob das gleich bei dir geklappt hat, ob du sofort beim Bauchhooping den halten konntest, aber auch da ist es ja bei vielen so, dass sie den am Anfang nur ein paar Mal halten können und dann passen sie die Bewegung immer mehr an, werden immer kräftiger im Bauch und irgendwann geht es genauso beim Shoulderhooping. Am Anfang geht noch nicht mal eine Runde vielleicht und dann geht es immer mehr. Ja, sobald man ein, zwei hat, schafft man auch irgendwann die dritte und die vierte und die fünfte. Und bei dir klappt es ja schon mindestens eine Minute. Ja. Oder 20 Sekunden, aber das ist ja nicht nichts. Ihr dürft niemand sagen, bei mir geht es gar nicht, weil das stimmt ja nicht. Ja, das stimmt ja auf keinen Fall. Es geht schon und wenn es einmal geht, dann wird es immer besser. Gerade bleiben, richtig gerade bleiben. Dann mal ein Bein nach vorne kicken, das andere nach vorne kicken. Und wenn du sagst, es geht auch mit geöffneten nicht, dann bleib bei geschlossenen. Dann bleiben wir erstmal bei der klassischen Methode. Füße zusammen am Anfang, Füße ganz schließen. Dann mal beide Beine nach vorne, ein Bein nach vorne, das andere Bein nach vorne und hin und her wechseln. Also ich finde, es geht schon ziemlich gut. Alles da unten isolieren, genau. Super. Mit Hacke hochnehmen, Knie geht nach vorne. Kleine schnelle Impulse. Jetzt nehme ich zum Beispiel nur rechts gerade
Genau. Gut. Und dann sind wir irgendwann müde und dann machen wir am nächsten Tag nochmal und dann noch einmal und noch einmal und noch einmal und dann irgendwann geht's. Okay. Gut, jetzt sind wir schon wieder 5:05. Genau. Deswegen müssen wir gleich schon unser Cooldown machen. Dann gucken wir uns das einbeinige Hooping dann nächste Woche nochmal an. Genau, ihr könnt mir gerne auch gleich, nachdem wir fertig sind, sagen oder dann später schreiben, welche Varianten euch die wichtigsten wären für den Kurs, weil wahrscheinlich schaffen wir nicht alle. Genau, aber das machen wir dann später noch. Genau, wir machen jetzt noch das Cooldown, fangen wir schon mal an, weil einige bestimmt pünktlich los müssen. Oh, diese Reifen. Ja, ich fand es da schon super aus bei euch heute. Ihnen. Fragen stellen wir gleich noch, außer also jetzt ist eine ganz dringende Frage und ihr müsst gleich weg. Könnt ihr auch jetzt natürlich noch was fragen? Okay. Heute machen wir das Cooldown mal im Stehen. Ab nächste Woche dann mit Matte. So, wir stehen erstmal hüftbreit. Lassen den Kopf zu einer Seite sinken. Den anderen Arm könnt ihr ein bisschen dagegen ausstrecken. Eine Hand auf den Kopf, die auf der gleichen Seite ist. Dann lassen wir die Hände beide wieder hängen, rollen den Kopf über vorne zur anderen Seite. Genau. Wenn ihr wollt, Arm wieder ein bisschen ausstrecken, andere Hand auf den Kopf. Optional. Und Hände sinken lassen, Kinn rollt zur Brust. Auch hier einmal die Hände auf den Kopf, wenn ihr möchtet. Hände lösen, Kopf aufrichten. Dann legen wir einmal die Hände hier auf die Schlüsselbeine und schauen nach oben. Und wieder lösen und nach vorne schauen. Die Finger verschränken. Und dann bringen wir einmal die Handflächen nach außen. Machen den Rücken rund. Und dann kommen die Hände nach oben. Und die Brust nach vorne. Wieder schön den Bauch ein bisschen festhalten, damit es nicht wehtut. Am unteren Rücken. Und von hier aus auch zur Seite. Schön atmen. Zur anderen Seite.
Ausrichten. Hände lösen, nach unten nehmen. Dann rollen wir uns Wirbel für Wirbel wieder ab. Senken den Knien erstmal, lassen den Oberkörper hängen. Hände hinterm Rücken verschränken und nach vorne hängen lassen, wer will. Dann die Hände lösen und ihr könnt einfach erstmal die Ellbogen greifen, Oberkörper bleibt wieder hängen. Und dann streckt langsam ein Bein ein bisschen und wir wechseln. Und dann ein paar Mal hin und her, eins beugen, das andere strecken. Kopf entspannt hängen lassen. Und dann mal beide Beine einmal strecken. Wieder beugen. Hände lösen. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen und langsam aufrollen. Sehr schön. Dann überkreuzen wir ein Bein über das andere. Rollen uns nochmal ab langsam. Und hochkommen wieder. Wer oben ist, wechselt das Bein, beugt sich wieder ab. Und wir rollen uns wieder auf. Beine auseinander und dann ziehen wir ein Knie zur Brust. Falls ihr euch irgendwo abspitzen müsst, könnt ihr es natürlich gerne machen. Und einmal das Bein nach außen. Und über die Mitte. Üben schon mal ein bisschen das einbeinige Stehen für nächste Woche. Wir wechseln einmal das Bein, stellen dieses hier ab, nehmen das andere Knie zur Brust. Ja. Nach außen. Über die Mitte mit der anderen Hand. Und das Bein wieder abstellen. Dann nehmen wir das andere nochmal und legen das Knie, den Knöchel, sorry, oberhalb des Knies ab. Wechseln den Fuß. Und wenn ihr möchtet, ihr könnt einfach schon so bleiben und das Knie einfach ein bisschen nach hinten drücken. Oder ihr kommt mit dem Oberkörper nach vorne. Aufrichten. Wir wechseln wieder. Dann das Bein heben.
Knöchel oberhalb des Knies ablegen. Und Oberkörper, wenn ihr möchtet, nach vorne. Und lösen, abstellen, einmal kurz lockern zwischendurch. Eine letzte Übung noch für die Beine. Und zwar greifen wir jetzt wieder den Knöchel vom ersten Bein, bringen wir in Richtung Po und versucht hier die Hüfte aktiv oder den Oberschenkel aktiv ein bisschen nach vorne zu schieben. Einmal breit stehen, großen Hüftkreis. Andersrum. Und alles strecken, was ihr wollt. Vielleicht nochmal lockern oder klopfen, was ihr möchtet. So. Stoppe ich das mal hier.